2018 der Mann, der Everest in High Heels besteigen wollte. Everest hat im Laufe der Jahre viele Fanatiker, Exzentriker und farbenfrohe Charaktere angezogen, aber keiner war so ganz da draußen wie der Engländer Maurice Wilson. Im Jahr 1933 schlüpfte Wilson einen Plan, um in die nördlichen Hänge des Everest zu fliegen, sein Flugzeug zu crashen und dann alleine auf den Gipfel zu klettern. Er trainierte in Großbritannien, wandert und lernt, ein Flugzeug der Zigeunermotte zu fliegen, bevor er den Winter in Darjeeling verbringt, wo er sich durch Fasten und Beten auf seinen Aufstieg vorbereitet, von dem er glaubt, dass er ihn auf den Gipfel bringen würde. Als er seine Torheit erkannte, machte sich Wilson am 22. Mai 1934 zu Fuß über den Rongbuk-Gletscher auf den Weg, doch schließlich wurde er von einer Eiswand blockiert und vielleicht fehlte ihm irgendeine Kletterausrüstung oder Erfahrung. Sein letzter Tagebucheintrag wurde am 30. Mai gemacht, und sein Körper fand das folgende Jahr, angezogen, es wird behauptet, in Damenunterwäsche. Obwohl diese Geschichte nie bestätigt wurde, fand ein chinesisches Team 1960 einen hochhackigen Schuh einer Frau in der Nähe von Wilson, und es wurde später entdeckt, dass er tatsächlich ein Crossdresser gewesen war. Nachdem er in einem Damenbekleidungsgeschäft in New gearbeitet hatte, Seeland, bevor er von der Everest-Manie besessen wurde, die letztendlich zu seinem Untergang führen würde. 9. Der Yeti. Viele der frühesten aufgezeichneten Sichtungen des Yeti stammen aus dem Everest-Gebiet, mit der Folklore von lokalen Nepali- und tibetanischen Stämmen, die von einer zweibeinigen, haarigen, nächtlichen Kreatur erzählen, die in ihrer Mitte lebt. In jüngerer Zeit haben verschiedene Sichtungen, Fußspuren und sogar DNA-Beweise einen langen Weg zur Untermauerung der Behauptungen der Geschichtenerzähler der Region geführt. Bemerkenswerte Beispiele sind die enormen Fußabdrücke, die Eric Shiptons Everest-Expedition von 1951 auf 6000 Metern und die Yeti-Kopfhaut in Kumyungs-Kloster an der Südseite des Everest gefunden haben. Im Jahr 2009 wurden die Haarproben von Gates aus einer Reihe von Fußabdrücken mit einer Länge von 33 cm und einer Körperlänge von 25 cm von einem forensischen Analytiker getestet, der zu dem Schluss kam, dass die Probe eine völlig unbekannte DNA-Sequenz enthielt. 8. Erster Aufstieg 1 – Mallory und Irvine. Als Sir Edmund Hillary und Tenzing Norgay 1953 als Erste den Everest erfolgreich bestiegen, betrachteten viele den Triumph mit einer gewissen Skepsis. Im Jahr 1924 wurden zwei Engländer, der Everest-süchtige George Mallory, oben hervorgehoben, und seine Gefährtin Sandy Irvine, durch ein Teleskop entdeckt, das nur 200 bis 300 Meter 650 1000 Fuß vom Gipfel entfernt war. Leider kamen sie nie zurück, was zu fast einem Jahrhundert der Spekulation führte, ob sie tatsächlich die Ersten waren, die die Spitze der Welt erreichten oder nicht. Im Jahr 1999, als Konrad Ankers Expedition zur Entdeckung von Mallorys Körper erfolgreich war, hatten die eingefrorenen Überreste des Engländers keine weiteren Hinweise. Enttäuschenderweise fanden sie nichts von seiner Kamera, von der sie gehofft hatten, dass sie die Debatte ein für alle Mal beenden könnte. Für diejenigen, die glauben, dass Mallory und Irvine die Ersten waren, die den Gipfel des Everest erreichten, liegt der größte Beweis für ihre Behauptung in etwas anderem, das nicht in Mallorys Besitz war, als er von Ankers Team entdeckt wurde. Mallory hatte seiner Frau Ruth und auch seiner Klettergruppe gesagt, dass er beim Erreichen des Gipfels dort ein Bild seiner Frau platzieren würde, das er während der gesamten Expedition in seiner Innentasche aufbewahrt hatte. Als sein Körper entdeckt wurde, fehlte das Bild. 7. Erster Aufstieg 2 – Die Russen. Noch vor Hillarys und Tenzings berühmtem Aufstieg versuchte eine russische Expedition 1952 den Everest an der Nordroute Tibets zu besteigen. In den damaligen Nachrichten hieß es sogar, dieser optimistische Haufen plane die Aufstellung von Lenin und Stalin auf dem Gipfel. Die Expedition machte ein Endlager auf rund 8000 Metern, um sich auf ein Gipfelgebot vorzubereiten, verschwand aber spurlos. Um die Sache weiter zu verdunkeln, haben die Russen immer behauptet, dass die Expedition von 1952 überhaupt nicht stattfand,
trotz eines Berichts von Jewgeni Gippenreiter im Alpine Journal im selben Jahr, dass die 35-köpfige Gruppe sich auf den Nordostgrat begeben wollte, ruhte. Auch am 21. April 1952 spekulierte der Sydney Morning Herald über die Aussichten des Teams auf dem Berg. Trotz zahlreicher Versuche wurde keine Spur von den Namen der Teammitglieder oder Anführer gefunden. 6. Die Geister des Everest. Der Rekordhalter Sherpa Pemba Dorje ist aus zwei Gründen in der Kletterwelt bekannt geworden. Die erste ist seine rekordverdächtige Besteigung des Everest, 8 Stunden, 10 Minuten, am 21. Mai 2004. An zweiter Stelle stehen die drei Tage später, der 24. Mai. Als Dorje sich vom Südkoll aus dem Gipfel nähert, trifft er auf eine Gruppe von verstorbenen Bergsteiger, deren Körper im Schnee gefroren waren. Er sei plötzlich von etwas Übernatürlichem umgeben. In seinen eigenen Worten: Als ich an einem Felsenhügel innehielt, sah ich Geister in Form von schwarzen Schatten auf mich zukommen, die ihre Hände ausstreckten und um etwas zu essen baten. Ich denke, das waren die Geister der vielen Bergsteiger, die während und nach ihrer Besteigung des Mount Everest getötet wurden. Die Körper von vielen von denen, die gestorben sind, sind noch auf dem Berg und ein Bergsteiger, der durch einen zufälligen Fall gestorben ist, hängt immer noch an einem Seil. Viele Sherpas glauben, dass die Geister des Everest nicht besänftigt werden oder den Berg bis zu den Körpern verlassen des Verstorbenen erhalten eine ordnungsgemäße Bestattung. Mit so vielen Leichen, die in der Death Zone über 8000 Meter 26.200 Fuß stecken und jedes Jahr mehr dazukommen, ist es unwahrscheinlich, dass der Berg bald eine geisterfreie Zone sein wird. 5. Die dritte Person. Im September 1975 waren die britischen Bergsteiger Dougal Heston und Doug Scott gezwungen, eine Nacht in der Todeszone zu verbringen, nachdem sie den Gipfel des Everest erreicht hatten. Sie gruben ein Schneeloch und kauerten sich für die Nacht zusammen, unsicher, ob sie bis zum Morgen überleben würden. Sie hatten bald keinen Sauerstoff mehr. Ohne Nahrung und mit ihrem Butanheizgerät, das fast erschöpft war, war ihre Situation wirklich schlimm. Dann geschah das Unerklärliche. Beide Bergsteiger berichteten, dass sie eine weitere Präsenz in der Schneehöhle hatten, die nicht nur ihre vitale Körperwärme teilte, sondern auch Ratschläge und Vorschläge gab, um den Bergsteigern zu helfen, warm und lebendig zu bleiben. Andere Everest-Kletterer, wie Peter Hillary, Lincoln Hull und Reinhold Messner, um nur einige zu nennen, haben eine ähnliche Präsenz gemeldet, die ihnen in ihrer Not auf dem Berg geholfen hat. 4. Frank Smither, Erscheinungen, Aliens oder das Übernatürliche? Im Jahr 1933, während seines ersten Versuches auf dem Gipfel des Everest, war der englische Bergsteiger Frank Smyth allein auf 8.565 Metern, 28.100 Fuß, auf dem Nordrücken des Everest, als er Zeuge wurde. Zwei neugierige Objekte schweben am Himmel. Sie ähnelten stark der Gestalt von Drachenballons, aber einer besaß etwas, das wie Kniebeugen aussah, unterentwickelte Flügel, und das andere einen Vorsprung, der an einen Schnabel erinnerte. Sie schwebten bewegungslos, aber sie schienen langsam zu pulsieren, eine Pulsation übrigens viel langsamer als meine eigenen Herzschläge. Vor diesem Ereignis behauptete Smither, während seines Aufstiegs von einer nicht identifizierbaren Kraft aufgesucht worden zu sein, und fühlte eine starke Präsenz neben sich, als er die Hänge hinaufging. Er nahm sogar ein Stück Candleman-Kuchen aus der Tasche, um es mit diesem Begleiter zu teilen, nachdem er geglaubt hatte, dass das unsichtbare und immaterielle Wesen vollkommen real sei. Gespenstisch. 3. Wer war wirklich Erster, Hillary oder Denzing? Angenommen, Mallory, Irvine oder gar die Russen erreichten nicht die Spitze der Welt, bevor sie umkamen, die Frage, wer zuerst auf den Gipfel kam, ist noch nicht ganz geklärt. Nach ihrem Aufstieg haben Sir Edmund Hillary und Sherpa Tenzing Norgay einen Gentleman-Pakt geschlossen, um nie zu zeigen, wer wirklich den letzten Schritt gemacht hat, in der Hoffnung, die antiimperialistische Stimmung in Nepal und Indien zu entschärfen, indem sie jeglichen Andeutungen eines Westlers ausweichen, einen ihrer eigenen auf dem Gipfel der Welt geschlagen. Ein Plakat, das kurz nach Hillary und Tenzings Aufstieg in Kathmandu erschien, ließ jedoch wenig Zweifel darüber aufkommen, wer die Nepalesen zuerst waren, und stellte Hillary dar,
der sich ein paar Meter hinter seinem Klettergefährten ein Seil hinaufkämpfte. Später enthüllten zwei von Tenzings Söhnen auch, dass ihr Vater ihnen privat erzählt hatte, dass er, nicht Hillary, als erster gesegelt sei, obwohl beide Bergsteiger an ihrer Zustimmung festhielten und öffentlich behaupteten, dass sie den Gipfel genau an der Spitze erreicht hätten. Zur gleichen Zeit erschien Hillary selbst, um die Angelegenheit 17 Jahre nach Tenzings Tod in einem Interview mit Schottland am Sonntag 2003 zu ruhen. Miles Eyre sagte, wir machten uns um 6.30 Uhr auf, zuerst Licht, mich an der Spitze, Tenzing hinten an einem festen Seil. Wir haben nie darüber diskutiert, wer als erster an der Reihe wäre. Es war mir wirklich egal, denn die gesamte Expedition war eine Teamangelegenheit, aber ich vermute, dass Tenzing gegenüber dem, was Eyre sah, Hip sah, ziemlich respektvoll war. So kam ich zuerst an die Spitze, mit ihm nur etwa 10 Meter hinter mir. Die Behauptung von Hillary wurde durch ein später in den Archiven der Royal Geographical Society gefundenes Memo bestätigt, in dem er kurz nach seiner und Tenzings Abstieg von seinem Aufstieg berichtete: Ich bin auf den Everest gestiegen. Ich brachte Tenzing schnell zu mir. Tenzing hatte nie die Möglichkeit, Hillarys Behauptung zu widerlegen, aber viele glauben immer noch, dass es der Nepali war, nicht der Neuseeländer, der als erster den Fuß auf die Gipfel der Welt. 2 Uli Stärk. Im April 2017 starb die Schweizer Maschine Uli Stärk, als er sich darauf vorbereitete, die Gipfel des Everest, an seinem berüchtigten Westridge und Lhotse in einem Zug zu besteigen. Eine Leistung, die noch nie erreicht wurde. Stärk war sehr der Michael Jordan, Lionel Messi, Babe Ruth oder Usain Bolt der Bergsteigerwelt, sodass sein ehrgeiziges Projekt nicht als übermäßig gewagt oder riskant von denen angesehen wurde, die seine Fähigkeit und Fähigkeit für das Bemerkenswerte kannten. Stärk hatte Geschwindigkeitsrekorde an der Nordwand des Eiger und an der Südwand des Annapurna aufgestellt und zweimal den Nobelpreis des Piolet d'Or Bergsteigens erhalten, für eine Erstbesteigung der Tengkampoche und seine Sologeschwindigkeit auf Annapurna. Er war nicht nur schnell, Stärk war auch einer der versiertesten Bergsteiger seiner oder irgendeiner Generation und war für seine technischen Fähigkeiten, Anmut und Trost auf den absurd schwierigsten Routen berühmt. Wie also kam ein so versierter Bergsteiger zu seinem Ende, wie er es tat? Stärk fiel auf die Western CWM, eine Route, die er zuvor bestiegen hatte und die Teil der normalen Touristenroute zum Gipfel des Everest ist. Obwohl es sich um ein anspruchsvolles und ziemlich technisches Unterfangen handelte, sollte der Aufstieg zu Stärks Fähigkeit nicht mehr als eine Formalität sein. Und in der Tat, die bloße Trainingsübung für seinen bevorstehenden Everest-Lhotse-Aufstieg, den sein Kletterpartner Tammy Sherpa später hatte, offenbarte es zu sein. Die Ungläubigkeit, mit der Stärks Ableben in der internationalen Klettergemeinschaft stattfand, zeugt sowohl von der Geschicklichkeit des Mannes als auch vom anhaltenden Rätsel des höchsten Berges der Welt. Ist er ausgeglitten? Hat das Eis oder der Schnee nachgegeben? Ist er Höhenkrankheit erlegen? Wie der berühmteste Stern des Bergrennens über 300 Meter 1000 Fuß, bis zu seinem Tod an diesem Tag fiel und stürzte, wird nie mit Sicherheit bekannt sein. Wie bei vielen Anstiegen, die er in seiner Karriere unternahm, weil Steckers Partner nicht in der Lage waren, mit ihm Schritt zu halten, kletterte Stärk allein zum Zeitpunkt seines Unfalls, wobei die nächsten Augenzeugen über 1,6 Kilometer entfernt waren. Einst die 2017 Todesfälle, die nie waren. Am 22. Mai 2017 erreichten Berichte das Everest-Basecamp von 4 Leichen, die in einem Zelt im Camp 4, 7950 Meter, 26.082 ft, gefunden wurden. Die unglückseligen Bergsteiger waren vermutlich an Höhenkrankheit gestorben und wurden von einem Team entdeckt, das den Berg hinaufgebracht wurde, um die Leiche eines slowakischen Bergsteigers zu holen, der 3 Tage zuvor bei seinem Aufstieg umgekommen war. Als sich später herausstellte, dass keiner der Bergsteiger auf dem Berg irgendwelche Kletterer vermisste, oder zumindest keine vermissten, entstand Verwirrung darüber, wer die 4 Bergsteiger gewesen sein könnten.